Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich Sesamkugeln mache. Ich habe mich heute für weißen Sesam entschieden. Ihr könnt natürlich auch Bio-Sesam nehmen. Für die Füllung brauchen wir 1 Kilogramm geschälte Mungbohnen. Die werden gründlich gewaschen und über Nacht eingeweicht. Dann 30 bis 45 Minuten dämpfen. Wir brauchen 1 Kilogramm Süßkartoffeln, 1 Chelen. In Scheiben schneiden und circa 15 Minuten dämpfen. Dann schön fein drücken. Für den Teig benötigen wir 1 Kilogramm Klebreismehl, 500 Gramm Weizenmehl, 6 Päckchen Backpulver, 7 und gut vermischen. Zweihundertsiebzig Gramm Zucker, 300 bis 400 Milliliter Wasser und die zerdrückten Süßkartoffeln. Und für die Füllung 1 Kilogramm gedämpfte Mungbohnen, 300 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Salz und 600 Milliliter Kokosmilch. Alle Zutaten pürieren. In eine Pfanne geben und bei mittlerer Stufe erhitzen. Ständig umrühren, bis sich die Masse formen lässt. So etwa. Ausschalten und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir den Teig vor. Die Mehle nochmal durchsieben. Süßkartoffeln hinzufügen. Wasser nach und nach zugießen und durchkneten. Bis die Masse sich formen lässt. Mit Frischhalte und Alufolie abdecken. Dann die Füllung weiter verarbeiten.
aus dieser Masse 120 Kugeln formen. Jede Kugel wiegt ca. 20 Gramm. Aus dem Teig ebenfalls 120 Stücke machen. Den Teig S-Oval formen. Flach drücken. Die Füllung in die Mitte geben, den Teig ringsherum zumachen und richtig Kugeln formen. Etwas Wasser auf die Hände geben, um die Handflächen anzufeuchten, so dass die Kugel schön feucht ist. Dann in Sesam wälzen. Man kann aber auch die Kugel kurz ins Wasser eintauchen. Formen und in Sesam wälzen. So sehen die Kugeln vor dem Frittieren aus. Sie lassen sich auch schön einfrieren. Im heißen Öl bei mittlerer Stufe goldbraun frittieren. Öfter mal umrühren, damit sie nicht anbrennen. So sollten sie ungefähr aussehen. Fertig sind die Sesamkugeln. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr besucht mich bald mal wieder. Servus so lange.